damit willkommen zu einem neuen Projekt. Heute schauen wir uns mal Farmers Life an. Ich bin gespannt, einen kleinen Farming-Simulator, wie es ist. Tutorial nehmen wir auf jeden Fall mit. Eigene Regeln machen wir doch nicht. Wir starten mal ein neues Spiel und schauen mal, wie es ist. Na, Farmers Life, ich bin gespannt. Wenn er lädt, wenn er reinlädt. Mai 1955. Oh, dem geht's gar nicht gut. Okay, wir haben also alles verloren und sind jetzt dabei, unsere Farm, unseren Hof wieder in Gang zu bekommen. Und mal schauen, ob wir das schaffen. Ne? Willkommen bei Farmers Life. Vor dir liegen einige ausgewählte Tage aus dem Leben von Kasimir. Unser Protagonist hatte eine sehr harte Nacht und erinnert sich nicht an viel. Hilf ihm, das in den Griff zu bekommen. Okay, wir klicken, um fortzufahren. Wo bin ich? Ich muss mich etwas umsehen. Okay, wir schauen mal. Alright, sieht auf jeden Fall schon ziemlich hübsch aus. Ja. Also nach oben noch gucken, wahrscheinlich nach unten. WASD laufen wir. Schneller mit Shift. Gutes Tutorial bis jetzt. Control. Zu schnell. Mein Kopf jetzt langsam und leise. Ja, machst du nicht? Warum nicht? Ach so. Wir sollen zum Heranzoomen. Ah, das ist gut. Flauschi? Flauschi, du bist es, ne? Flauschi. Um Bauern an sich zu verwenden, das Z. Oh. Flauschi? Tierzustand noch nicht hungrig. Fettheit 0%. Mit E, okay. Brachland. Öffne oder schließe das Inventar. Ich hebe jetzt erstmal alle Stöcke auf, mein Freund. Ja, eine Sache nach der anderen. Okay, entspann dich, mein Bester. Entspann dich. Wir machen jetzt erstmal eine Sache fertig. Wir haben nämlich jetzt Stöcker hier ohne Ende. So. Und jetzt möchtest du Tab öffnen. Okay. Stille Kasimirs Hunger. Mit Stöcken. Flauschi, such. Was ist das, mein Essenstisch? Konsumieren. Ja, diese Anzeige zeigt dir dein Ernährungsniveau. Wenn es auf Null fällt, leidet Kasimirs Gesundheit. Ja, soll ich noch einen nehmen oder was? Trinken geht nicht. Ich hänge fest, ich hänge gerade fest. Will er, dass ich alle esse? Bis ich voll bin, okay. Wir müssen was trinken, sonst fällt der arme Kerl um. Das wollen wir natürlich nicht, da müssen wir auch alles. Nee. Wo ist das Pferd, Flauschi? Flauschi? Zeig mir das Pferd. Was ist das für ein Gaul? Ha? Zeig mir den Gaul. Ist es ein starker? Pferdchen? Oh, der ist aber schon ein Gaul, du. Moin, Meister. Führ das Pferd zum Flug. Wo geht der Schuppen hier auf? Führe. Okay.
Setze eine Kopfbedeckung auf. Wem? Ihm? Bauernsicht zu verwenden, okay. Jetzt führen wir gerade. Spanne das Pferd an den Pflug. Wo ist der Pflug? Das ist das Tor. Das ist nicht der Pflug. Wir suchen den Pflug. Den Pflug, den Pflug, den Pflug. Komm mal eben mit zum Feld einmal, mein Bester. Wir gucken mal, vielleicht ist da der Pflug irgendwie in der Nähe. So, einmal stehen bleiben. Pferdchen, einmal stehen bleiben. So, ich guck mal eben, ob wir den hier irgendwo sehen. Also da leuchtet etwas, aber das ist nicht der Pflug, sondern das ist einfach nur das Tor, das wir jetzt wieder schließen können. Es leuchtet halt immer noch leider. Ich guck mal hier, ob der hier irgendwo ist. Das müssen wir alles noch aufräumen. Flauschi, was geht? Ich guck gerade, ob ich irgendwo den Pflug finde. Ist er das? Umgekippt? Ne. Das müssen wir wahrscheinlich später irgendwie zerlegen. Spanne. Es ist in der Scheune. Achso, er sagt das doch. Ist das die Scheune? Oder komme ich von dem Tor dahin? Nee. Nein, geht nicht. Die muss irgendwo einen anderen Eingang haben. Füllen einmal mit Mist. Ja, bleib. Ich kann nicht springen. Kann ich springen? Wo ist denn der Eingang? Hier. Da haben wir den Flug. Okay, wie herum? Da sind wir. Das Pferd wird vorne eingespannt. Okay. Mein Bester, kommst du mal? Führe. Ich führe. Flauschi, aus dem Weg. Aus dem Weg, Flauschi. So. Spanne, ohne Pferd wie? Pferd ist unterwegs, mal besser. Pferd kommt, Pferd hat Probleme ins Pferd. Pferd. Fast, Pferd. Wunderbar. Geil. So. Beginne zu pflügen. Ja, das müssen wir erst machen, wenn wir angekommen sind. Das geht sehr langsam. Machen die große Wende jetzt hier. Ist gut gemacht, aber das dauert ist sehr, sehr langsam. Und schön wäre natürlich jetzt noch gewesen, wenn man so ein bisschen die Hände und so weiter sieht. Wäre schön, ist aber nicht. Wer ist das? Ist das ein Nachbar? Ich kann nicht ranzoomen. Das werden wir erst später erfahren. So, lass mich einmal richtig eindrehen. So, so müsste es einigermaßen. Ich muss gucken, wie breit er das macht. Aber vorher muss ich mir einmal ein bisschen Platz hier verschaffen. Jetzt geht's richtig los, du. Jetzt pflügt der Drecksack hier schon. Geht rückwärts auch? Oh, das ist schlecht, das geht nicht. Wir müssen eine große Wende machen dann. Können wir auch ein bisschen schneller? Nee, das geht auch nicht. Eieiei, das ist wie ein LKW hier. Und das wird eine knappe Nummer. Pferd, 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 reiß dich zusammen. Die Drehung fast nicht hin. Warte mal, ich gehe mal nicht vorne, sondern drehe einfach so rein. Das ist besser. Oh ja, das ist viel besser. Das ist viel, viel besser, das so zu machen. Na, komme ich da auch nicht dran. Der Seite ist ein bisschen blöd. Ach, guck mal hier, wir hatten hier was vergessen, Pferd. Ja, fehlt eindeutig GPS, ne? Was willst du machen, ey?
Darf ich nicht zu Ende flügen, einmal komplett jetzt hier? Oder fast zu Ende flügen, so mit so ein paar Stellen hier so. Lassen wir einfach. Hallo, was machst du? Das haben wir doch schon. Scheiße. Scheiße. Oh nein. Das ist wirklich Pain, mit dem Pferd das zu machen. Wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Weißt du, wir haben Pferd und Flauschi. Hat aber zu Flauschi gesagt, dass der Einzige ist, den er noch hat. Also Pferd zählt nicht wirklich viel, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, das wird nicht so gut, aber... Wenigstens haben wir dann ein bisschen Feld schon mal gepflügt. Und mal gucken, was wir dann... Irgendwie klappt das auf dem Rückweg hier nicht so. Da träumt er. Ja, nimm mit, ist mir jetzt egal. Wir machen auch ein bisschen außen. Wir pflügen einmal hier komplett alles weg hier. Ist mir vollkommen egal. So, jetzt müssen wir hier hinfährt. Genau, genau, genau. Noch schön außen einmal. Kostet mich ja nichts, ne, das zu machen. Einmal in der Mitte würde ich gerne nochmal. So, einmal eindrehen. Da haben wir das Gröbste, weißt. Pferd? Scheiße, ich bin mit nach vorne gelaufen. Das war der Fehler. Das dürfen wir nicht machen. Weil dann dreht es sich besser einfach. Und vielleicht da hinten nochmal einmal durch. Und dann sind wir schon fertig. Dann haben wir geflugt, ja. Mit Hilfe des Kreismenüs. Was ist denn das Kreismenü? Was ist das Kreismenü? Ich weiß es nicht, noch nie gehört. Kreismenü. Meint er das im F mit mehr? Maybe? Aha. Wie beginne? Bände. Bringe das Pferd zurück in den Stall. Ja, mal besser, ich muss doch den Flug auch wegbekommen. Flügst du noch? Nein. Ich lasse den jetzt hier auch draußen, ne, weil den werden wir wahrscheinlich irgendwann ja nochmal brauchen. So, das bedeutet, wir fährt ruhig. Ich wollte den nicht hier stehen haben, aber ist egal. Ich lasse ihn jetzt hier stehen. Wir beenden das. Wir nehmen das Pferd. Wir führen gerade, ne? Ja, wir führen gerade. Kommst du mit, Pferd? Ich zeig den richtigen Stall, du. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Wunderbar. So. Warum sagt er mir hier irgendetwas von der Kopfbedeckung? Mach das nochmal. Irgendwo hier sagt er mir eine Kopfbedeckung. Mit E. Wenn ich hier stehe. Jetzt wieder nicht. Okay, okay. Geh ins Haus und finde das Bett. Flauschi, zeig mir das Bett. Ich kenne mich hier doch nie aus. Ist es mein Haus? Ja, aber die Tür geht schwer. Boah, ist toll. Toll hier. Was wäre cool, wenn wir das auch noch alles machen könnten, ne? Ah, die Schränke, die kommen mir aber auch bekannt vor. Die wurden auch schon in mehreren Packs hier verwendet, auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht schlimm. Was ist das? Vorratskammer. Okay, Vorratskammer. Ah, ich glaube, wir kümmern uns darum, wie lange? Begib dich wohlverdiente Ruhe. 3 Stunden erstmal, reicht das? Oder ich will jetzt nicht abends aufwachen. Juni 1955. Flauschi, wo habe ich das gemähte Gras? Wo hast denn das? Wo hast du das denn gemäht? Nimm? Nimm, 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 nimm. Und dann? Okay, Kompost. Macht das auch automatisch hier? Ein Komposter findest du direkt neben der Scheune. Es wird verwendet, um aus Grasschnitt, Hafer oder Weizen Dünger herzustellen. Das ist korrekt? Erstelle zum Beispiel einen Heuhaufen, in den du ihn aus deinem Inventar auf den Boden ziehst und ihn dann
mit einer Mistgabel in eine Kompostkiste wirfst. Mit einem Eimer, den du in der Hand hältst, kannst du Kompost aus dem Komposter entnehmen und auf dem Boden verteilen, was die Fruchtbarkeit dieser Fläche erhöht. Okay, er möchte das quasi jetzt hierhin haben. Ich brauche zuerst einen leeren Eimer. Nee, du brauchst zuallererst, müssen wir jetzt das Gras nehmen und es hier hinlegen. Nimmst du alles? Du nimmst alles. Was war das denn? Bestätigen. Ah, so machen wir das. Gut. Okay, haben wir. Jetzt brauchen wir die Mistgabel. Die nehmen wir. Haben wir die dann permanent im Inventar? Die ist klein, das ist eine Baby-Mistgabel. Du kannst damit Gras, Heu und Getreide zusammen rächen. Drücke die Leertaste, um die zusammengerechneten Dinge abzulegen. Du kannst die Heugabe auch verwenden, um Lebewesen anzugreifen. So, nur mit Hilfe einer Gabel kann man Heu auf den Wagen laden oder geschnittenes Gras aus den Trockenständen werfen. Zählt das so? Ja, er zählt so gut. Lauschi, beruhig dich. Tja, ja. Na. Sammel den Mist mit der Gabel von Boden auf und werfe ihn auf den Misthaufen. Ach, den Mist. Welche Drecksau war das? Hey, ich bin rein. Ich kriege hier nicht. Zählt das? Du hast keine Anzeige, das ist das Blöde. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass sich jetzt hier irgendetwas verändert oder gesammelt hat. Doch, da hinten. Okay, jetzt sehe ich's. Von wem kommt der Mist? Vom Flauschi? Oder hast du auch Mist, mein Bester? Das Pferd ist einfach abgehauen. Der hat keinen Bock mehr. Wir können sogar Hühner haben. Also es ist mehr so Selbstversorgung, ne? Anstatt jetzt irgendwie... Wer ist er denn? Achso, das ist eine... Ich dachte schon, es ist aber nur nur ein Fass gewesen. So, jetzt haben wir es. Folge Flauschi, nimm das Gewehr vom Tisch. Oh, jetzt geht's los. Was ist denn jetzt los? Wie kann ich denn die Mistgabel wegpacken, ohne die jetzt zu verlieren? Flauschi, du blockierst mich. In der Umgebung gibt es sehr wenige Menschen, sodass man in den Wäldern viele wilde Tiere treffen kann. Du kannst sie mit dem Gewehr jagen, wenn du nah genug herankommst und sie triffst. Tiere sind scheu, Munition ist knapp, also sei vorsichtig und ziele genau. Halte an, hocke dich hin, ziele, warte, bis das Fadenkreuz so klein ist wie möglich und dann schieße. Sei auch nüchtern, es wird sehr schwer sein, irgendwas zu treffen, selbst nach einem Bier. Du kannst die toten Tiere am Ort und Stelle ausnehmen, aber so erhältst du nur wenig Fleisch. Am besten ist es, die Tiere in die Scheune zu bringen, wo Kasimirs Vater ein kleines Schlachthaus hatte. Wenn du ein Tier hier ausweidest, erhältst du viel mehr Fleisch und auch zusätzliche Dinge wie Leder. Einige Tiere sind wirklich schwer. Behalte das im Hinterkopf, wenn du auf der Jagd bist. Dein Fahrrad leistet dir dabei gute Dienste, aber wie soll ich den großen Kerl aufs Fahrrad spannen? Und wo ist mein Fahrrad? Hier könnte ich jetzt trainieren, oder was? Ihr bittet darum, ihr kleinen Vögel. Wir müssen nachladen. Oh, okay. Ja. Alte Technik oder so. Aber wo sehe ich denn jetzt zum Beispiel, wie viel Munition ich da überhaupt drin habe? Ach so, der hat wieder gesoffen. Oh no. Sagt er immer. Ah. Das ist unser Fahrrad. Kann ich das nehmen? Oh, cool. Wo soll ich denn hin? Flauschi folgen. Wir folgen Flauschi. Flauschi weiß, wo es lang geht.
Boah, ist das schwierig mit dem Fahrrad. Moin. Brauchen wir eine? Handeln wir. So, willkommen. Es gibt mehrere Orte, an denen du handeln kannst. Einer davon ist der Markt, ein anderer ist das Sägewerk. Brr, brr. Es gibt mehrere Stände und ein Geschäft auf dem Marktplatz. Jeder Händler bietet verschiedene Waren an und ist nur am Kauf bestimmter Waren interessiert. Ziehe ein Element von deinem Inventar aus dem Ladenfenster, um es zu verkaufen. Einkäufe verlaufen genau umgekehrt. Halte die Shift-Taste, um die Transaktion auf alle ausgewählten Elemente anzuwenden. Andernfalls erscheint ein Betrag. Du kannst auch versuchen, einen weniger wertvollen und beobachteten Gegenstand zu stehlen. Musst aber die Konsequenz in Kauf nehmen. Okay. Also du möchtest jetzt, dass ich dir die hier verkaufe, right? Und die hier verkaufe. Ja, aber ich möchte doch gar kein Bier und Dingsbums kaufen. Wie komme ich raus? Escape? Ja. Aber ich kann den doch gar nicht stehlen. Hallo, guckst du mal weg? Ich versuche hier zu klauen, mein Bester. Ne, es funktioniert aber nicht. Ich habe da keine Option. Vielleicht kommt das noch. So, ich muss jetzt da rein wahrscheinlich. Lauschi hilft mir. Moin, servus. Sophie, grüß dich. Aber ich möchte gar nicht. Muss ich das kaufen? Das füllt Energie auf oder nimmt es Energie? Das gibt mir ein bisschen Durst. Das reicht. Komm. Und wie kann ich denn hier ein Brot klauen? Das ist gar kein Brot. Das war eine miese Verarsche, war das. Geh mal, guck mal weg. Ich will mal gucken, ob ich hier irgendwas mitgehen lassen kann. Irgendwie klappt das nicht. Ich hab bald nichts mehr, wenn ich so weitermache. Okay, Fahrrad. Fahrrad ist kurz im Erdboden versunken. Wo ist Flauschi? Flauschi ist da entlang. Flauschi halt haut einfach ohne mich ab. Welche Kuh, Brudi? Welche Kuh? Wann haben wir eine Kuh? Geh zurück nach Hause. Welche Hühner wurden denn gerissen? Wir haben gar keine Hühner. Ich habe gar keine gesehen. Oder hat sich jetzt irgendwas neu hergestellt? Lauschi. Lauschi. Gut, dass Flauschi dabei ist. Ich hätte keine Ahnung, wo ich wohne. Wo ich lebe. Ja. Flauschi hat auch ein Tattoo. Was für ein Scheiß, ey. Flauschi, ich bin... Ey! Es regnet, Flauschi. Fahrradfahren ist Pain hier, ne? Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Da wohnen wir, Flauschi? Ist das unser Haus? Ja, das ist unser Haus. Geil. Schönes Grundstück. Da habe ich einen Huhn. Trink Wasser aus deinem Brunnen. Flauschi hat mich voll weggekickt. So. Ach, der trinkt automatisch? Ja, ich glaube, der trinkt automatisch. Das ist gut. Also, wir müssen auf jeden Fall noch... Guck mal, die haben mir meinen Tisch hier weggenommen. Ich hatte hier einen Tisch stehen mit Äpfeln. Wer hat denn die Äpfel weggenommen? Wie viele Tage sind vergangen? Da ist ein Huhn. Hier ist Feuerholz. Hoffe ich. Wir müssen jetzt in den Vorratskammer erstmal gucken, ob wir da noch irgendetwas haben. Flauschi, da wird gehighlightet. Oh, wir haben sogar noch hier so ein Butterbrot. Kann ich das direkt auch wegmampfen? Ja, ich lasse erstmal so. Ist etwas aus der Vorratskammer. Habe ich gemacht. Ah, er will wieder, dass ich das einmal komplett voll mache, ne? Ja, leg dich hin und ruh dich etwas aus. Machen wir auch. Oh, so, machen wir mal... Ja, machen wir so mal 5 Stunden, ne?
Also, gute Nacht.